Einen wunderschönen guten Tag, Freunde chinesischer Notebook-Kunst. Ich habe endlich mal wieder ein Notebook für euch. Ist jetzt schon eine ganze Weile her. Ich habe das Gefühl, dass so im Bereich Notebooks und Tablets nicht mehr so viel passiert. Ich glaube, das liegt irgendwie daran, dass die Leute sich beim Tablet sich halt einfach ein Tablet kaufen und das dann halt benutzen und irgendwie so denken, das passt. Ein Tablet benutzt man irgendwie jetzt nicht so oft, wie zum Beispiel ein Smartphone. Und naja, bei Notebooks, Windows 10 ist jetzt schon ein bisschen länger auf dem Markt und tja, wenn man halt die Software nicht veraltet, hat man irgendwie kaum nur Grund, sich halt nur einen Computer zu kaufen. Also egal, ob es ein Desktop-Computer ist oder halt ein Notebook. Ich mache ja auch alte Notebooks jetzt immer mal fit, ist auch mal eine schöne Alternative, wenn man sich selbst mit Technik auskennt. Du machst mal halt Windows 7 drauf, ach Quatsch, du machst mal halt Windows 10 drauf. Wenn das Notebook halt ursprünglich mal mit Windows 7 oder 8 ausgeliefert wurde, dann noch einen neuen Akku rein, ein bisschen Arbeitsspeicher, die Dinger sind auch wie neu. Merkt man auch nicht mehr den riesen Unterschied. Sind halt keine Ultrabooks, boah. Aber um ein solches geht es heute mal wieder für alle diejenigen, die eben sagen, nein, ich möchte gerne ein Notebook. Und die sagen, nein, ich möchte kein Windows 10. Das Gerät hier wird tatsächlich mit Linux ausgeliefert. Mit Linux Ubuntu ist ja schon drauf. Ist eigentlich nicht die große Nummer. Wenn man sich halt auskennt, dann weiß man, dass das nicht die große Nummer ist. Wenn man halt sagt, nee, ich habe echt überhaupt keinen Bock, mich damit zu beschäftigen, holt man sich halt ein Gerät noch schon drauf. Ist da ist die Auswahl natürlich deutlich kleiner. Die meisten Notebooks werden dann mal mit Windows 10 ausgeliefert. Ja, oder mit Chrome OS, ne? Oder mit iOS. Ach Quatsch, mit macOS kommt halt drauf an, welche Marke man sich halt gönnt. Apropos Marke, das ist Link Plus. Ich hatte bereits ein Link Plus Notebook mal vorgestellt. Ist, glaube ich, auch alles schon wieder ewig her. Da ich nicht mal einen vollen Bart, wenn ich mich richtig entsinne. Gibt es bei Amazon zu kaufen und wir gehen mal zuerst auf die Amazon-Bewertungen ein. Die sind nämlich ganz lustig. Alter, die Leute manchmal. Ich lese gerne Amazon-Bewertungen, mindestens genauso gern wie eure Kommentare. Wobei, naja, ihr verfolgt einen Technikkanal, das heißt, die meisten Kommentare sind schon fachbezogen. Ja, aber bei Amazon ist das ja nicht, ne? Da sind ja ganz normale Käufer dabei. Die kaufen halt was, kennen sich damit überhaupt nicht aus und dann beschweren die sich. Aber nicht, weil das tatsächlich ein Mangel ist, sondern einfach, weil sie sich damit nicht auskennen. Schön. Es ist ein 14,1 Zoll Notebook, also keine Ahnung, so Zwischengröße. Kostet 439 Euro. Ich habe aber durch die Kommentare rausbekommen, dass der Preis ein bisschen schwankt. War auch schon mal günstiger gewesen. Ich denke mal, Link Plus macht da auch ab und zu mal eine Aktion. Und es ist ein Deutsch-Tastatur gelabeltes Notebook. Da gibt es nur wenige China-Hersteller, die das tatsächlich machen. Es lohnt sich wahrscheinlich nicht für jeden Markt. Link Plus macht das allerdings. Das bedeutet, das ist eine Querz-Tastatur. Und wir haben Umlaute. Ö, Ü. Um das jetzt mal kurz zu zeigen, bevor wir auf die Amazon-Bewertungen umgehen. Ja, mein Xiaomi-Notebook hat dann eben kein Querz-Layout. Ich habe jetzt hier ein Z draufgeklebt, deshalb habe ich zwei Sets. War dann aber zu faul, weiter zu kleben. Irgendwann mache ich das mal noch. Ich wollte nur testen, wie die Hintergrundbeleuchtung beeinflusst wird und die wird stark beeinflusst. Ja, ich habe mir die Tastatur natürlich in Windows umgestellt, aber beschriftet ist immer noch verkehrt. Aber, wie ihr seht hier bei meinem Link Plus Notebook, ja, da ist das eben alles vorhanden. Ja, Ö, wie sich das gehört. Und vor allem, das ist tatsächlich ein kleines Problem bei den englisch beschrifteten Tastaturen. Fehlt immer eine Taste und deshalb bei mir immer keine spitze Klammer. Ja, okay, die Bewertungen. Netzteil grottenschlecht. Kabel besteht wohl nur aus Klingeldraht. Das Netzteil ist eine einzige Katastrophe. Mal kann er mitladen. Dann mal wieder nicht. Dies ist aber schon länger bekannt, wie ich recherchiert habe. Und es wurde niemals eine Abhilfe geschaffen. Dazu, ja, merke, niemals Abhilfe geschaffen. Ey, das sind wieder hier nur Experten am Werk. Dazu kommt, dass das Kabel vom Netzteil aus Klingeldraht besteht. Man muss jedes Mal Angst haben, wenn man das Kabel anfasst, dass es zum Kabelbruch führt und man das Laptop wegschmeißen muss, weil es für dieses Laptop absolut keine Ersatzladegeräte gibt. Nur wenige Universalgeräte haben diese elektrischen Werte, aber von denen passt kein Stecker ins Laptop. Man hat hier mit der Norm ein eigenes Süppchen gekocht. Selbst das billigste Netzteil wird wohl hier vom Kabel her qualitativer sein, denn schlechter geht es nimmer. Deshalb auch nur ein Stern. Ein Stern wegen dem Netzteil. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, also, wiefern das Notebook ausgestattet ist oder verarbeitet ist, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Obwohl, dazu schreibt er sogar noch was. Das Laptop selber fühlt sich sehr wertig an. Die Buchstabentasten eher nach einem Billigprodukt. Optisch sieht es super aus und ist auch ein echter Hingucker. Technisch ist sehr alte Hardware verbaut. Das sieht man schon am i3-Prozessor, was ich aber vorher wusste. Ja, das, ne, da kann man ja vorher mal schauen. Und B, die gesamte Technik, ja, also das Mainboard, ja, der Festspeicher, das könnte ja eMMC sein, das wäre wirklich veraltet. Oder eine M2-SSD, wie sie hier drin verbaut ist. Natürlich ist hier ein i3 von 2015 drin, weil das ist auch der Grund, warum das Gerät einfach mal 400 Euro kostet, ne. Was Leute da bewerten. Und da schreibt er ja auch noch, ich wusste ja, dass der Prozessor älter ist, auch schon vorher. Warum schreibt man das dann? Ein anderer Dude hat auch noch geschrieben, völlig veraltete Hardware. Ich habe es auch verglichen. Der i3
von 2015 verprügelten N4100, ein Celeron. Und die Leistung von den Gemini Lake N4100, die kennen wir ja. Ich würde sogar in einem Notebook noch mit dem Celeron 3454 arbeiten. Der ist ja noch älter. Aber letztendlich ist ja nur eins relevant, nämlich welche Leistung bringen die Prozessoren. Der Rest ist noch egal, wann die geschnitzt wurden. Ja, sicherlich die grob geschnitzten Prozessoren, die verbrauchen noch ein bisschen mehr Strom. Aber auch dann guckt man halt auf die Gesamtlaufzeit und entweder man ist damit zufrieden oder man ist damit nicht zufrieden. Aber jetzt kennen wir ja schon mal den Prozessor, es ist ein Intel Core i3 5500U. Ja, 8 GB Arbeitsspeicher, ja, ordentlich 128 GB MM2 SSD Festspeicher und das Ganze eben mit Linux Ubuntu ausgestattet. Das Display 14,1 Zoll Full HD Panel 1920x1080 IPS. Aber glaubt mir, da gehen viele darauf gar nicht ein. Darauf gehen viele gar nicht ein. Ich meine, wenn jetzt hier ein HD Plus LTN Panel drin wäre, dann wären sie wahrscheinlich darauf eingegangen. Ja, aber so wird dann echt, manche, die gucken richtig nach was, wie sie meckern können. Und jetzt nochmal zu dem Netzteil. Das war jetzt nicht der Einzige, der das geschrieben hat. Passt auf. Lebensgefahr. Funkenschlag an der Ladebuchse. Ohne Mist, dafür schämen die sich nicht mehr. Lebensgefahr. Ich habe bei 19 Volt. Also das schmettert mir sofort einen rechten Arm, als wenn ich da... Diese die haben alles überhaupt keine Ahnung von Elektrik. Ist doch nicht so, dass ich einen feuchten Finger in die Steckdose halte. Das ist hinterm Netzteil, am Ladestecker. Also abgesehen davon, wahrscheinlich hat der mit zittriger Hand in Ultraslow-Geschwindigkeit den Stecker reingesteckt. Und ich kann es euch mal zeigen. Rastet sehr sauber ein. Es leuchtet. Es kommt ein Sound, der lädt. Da ist nichts mit Funkenschlag. Äußere Verarbeitungsqualität wirkt auf den ersten Blick solide. Die Tastatur hingegen macht einen super klapprigen Eindruck. Kann ich mitleben. Ich habe mich für einen Stern entschieden, da das Ladekabel mit schon am Anfang gleich etwas seltsam vorkam. Für ein Ladekabel eines Laptops. Alles ein Satz. Ich sollte recht behalten. Steckt man das Kabel nicht genau im 90 Grad Winkel in die Ladebuchse, kam es bei mir zweimal zu Funkenschlag. Das Laptop funktionierte weiter. Allerdings war mir das Risiko zu hoch und das Geld zu schade. Ich hoffe nur, dass es nur meinem Exemplar so war. Wow, lesen Sie sich Ihren Text nicht nochmal durch? Vor allem, also Funkenschlager, ganz ehrlich, das habe ich bei Markengeräten ja schon so oft gehabt und da ist noch nie irgendwas kaputt gegangen. Und bei so einer geringen Spannungs- und Stromstärke stirbt man nicht. Ich habe früher meine Ausbildung als Handwerker gemacht, da habe ich ein paar Mal eine geballert bekommen. Aber jetzt passt mal auf, und das waren mehrere, die das geschrieben haben. Das waren mehrere. So, und jetzt zeige ich euch mal einen Trick. Das ist so dumm. Oh Mann, passt auf. So, was habe ich denn hier? Ich habe hier ein USB-C-Kabel. Und was mache ich denn damit? Ich stecke jetzt dieses USB-C-Kabel in den USB-C-Anschluss, weil dieses Notebook nämlich über einen USB-C-Anschluss verfügt. Ich öffne mein Notebook. Das habt ihr jetzt nicht gehört. Es lädt über USB. Und vor allem, da gibt es so ein Frage-und-Antwort-Spielchen. Man kann ja den Amazon-Verkäufer auch Fragen stellen zu dem Gerät. Und hat einer auch gefragt, ob man über den USB-C-Anschluss laden kann. Da sagt er, ja, es ist ein Vollfunktions-USB-C-Anschluss. Ihr könnt das Gerät auch darüber laden. Und man liest dann auch gleich in den ersten Kommentar. Das ist ein Spitzen-Notebook, aber schade, dass man nicht über USB-C laden kann. Naja. Doch, vielleicht mal ausprobieren. Das Netzteil muss natürlich eine gewisse Leistung liefern, ist ja klar. Sonst reagiert das Ding hier nicht, weil es kein Smartphone ist. Da kann man hier nicht sowas verwenden, sowas von Apple hier. Da braucht man schon ein richtiges Ladegerät, das ist klar. So, im Übrigen, mein Xiaomi-Notebook, das reagiert auch nicht. Das geht nur über USB-C zu laden. Da ist auch ein entsprechendes Ladegerät dabei. Hier ist tatsächlich so ein klassisches Ladegerät dabei. Also hier mit so einem Klinkensteckeranschluss. Und ich meine, es ist nur einfach ummantelt, das ist mir schon klar. Aber ich meine, hier gibt es doch keinen Kabelbruch. Aber Freunde, es wird ja noch besser. Also erstmal, dass die Leute nicht wissen, dass man über USB-C laden kann, dass sie das nicht mal ausprobieren mit einem vernünftigen Ladegerät. Okay, da kann man ja drüber hinwegschauen. Aber dann auch noch zu schreiben, ja, das ist ja ein Spezialladegerät, das gibt's ja nirgends. Ich schaue nach Universalladegerät und klicke das erste an bei Amazon. Es gibt ungefähr 1 bis 2 Milliarden Aufsatzstecker, die man da auswechseln kann. Also das ist ja wie so ein Universalladegerät. Und die zweite Sache ist, dass Spannungsbereich und auch die Stromstärke jeweils von dem Ladegerät abgedeckt wird. Und sogar locker. Das ist 19 Volt, 2,1 Ampere. Da gibt es Ladegeräte, da kann man die Spannung einfach einstellen. So, und das erste bietet gleich 19 und sogar 19,5 Volt an. Und die Stromstärke bis 4,5 Ampere. Bäm, Junge. 26 Euro kostet das Netzgerät. 26 Euro. Steht sogar in der Überschrift. 19 und 19,5 Volt. Das kann man richtig fein einstellen. 90 Watt macht das Teil insgesamt. Und man kann sogar nochmal solche Stecker extra kaufen, falls der tatsächlich nicht dabei sein sollte, der halt passt. Wobei das nicht nach einer Sondergröße hier aussieht. Sieht aus wie ein Standardstecker. Jetzt mache ich mein Notebook zu. Ich wollte mit den technischen Daten nochmal durchgehen. Nee, wir haben ja eigentlich das Wichtigste, haben wir ja soweit. Schaut euch mal das Notebook an. Es ist ein Metallgehäuse. Ja, macht jetzt erstmal auch gar nicht so den großen Unterschied zu meinem Xiaomi. Also wir haben hier ebenfalls kein Logo, was ich eigentlich geil finde. Schön neutral.
Farbe ja halt grau ist, ein dunkleres Grau ist ein helleres Grau. Das Link Plus ist ein bisschen dicker, wie wir sehen, aber das Link Plus ist auch ein bisschen größer. Das heißt, das Xiaomi hat 13 Zoll Display, genau, und das hat ja ein 14,1 Zoll Display. Hier die Rückseite, wir sehen, das ist eigentlich total vergleichbar. Nee, die Xiaomi ist natürlich andere Technik drin, davon abgesehen. Aber wir bleiben jetzt mal bei Link Plus. Wir haben hier USB-C, wir haben HDMI, wir haben hier, ja, das ist halt der Stromanschluss, wir haben hier USB-A, wir haben auf der anderen Seite nochmal USB-A, wir haben einen Kopfhörerausgang, eine 3,5 mm Klinke und wir haben Micro-SD-Kartenschacht. Also von den Anschlüssen her sind wir richtig gut dabei. So, wir können es aufmachen, ohne dass die Basis sich anhebt. Die Tastatur, Edge-to-Edge-Tastatur, hat selbst Xiaomi nicht gebacken gekriegt, finde ich aber einfach Zukunft, so von der Optik her. Wir sehen, bei Xiaomi ist hier noch ein Rahmen, während bei Link Plus geht die Tastatur einfach bis zum Rand. Hat den Vorteil, Tasten sind größer, die von Xiaomi sind ein bisschen kleiner. Wir haben außerdem, da das Gerät ein bisschen dicker ist, ein bisschen mehr Hub bei den Tasten, das finde ich auch gut. Wir haben ein sehr großes Touchpad, ebenfalls mit einem extrem schmalen Rahmen noch. Haben wir bei Xiaomi leider auch nicht. Ich will das Xiaomi Notebook jetzt nicht runterputzen. Das hat die bessere Technik, das ist außerdem Xiaomi, ich liebe es und ich möchte Xiaomi heiraten. Aber trotzdem, hier unten und hier oben, wir haben da recht viel Fleisch im Gehäuse. Das heißt, hat noch ein bisschen Platz verschenkt, wo man dann hätte mehr Tastatur, mehr Touchpad machen können. Weil ich sag's euch so, wie es ist. Das Netzteil, ich habe es euch ja gezeigt, ja, das ist wirklich nicht das Hochwertigste, davon abgesehen. Aber das ist kein Problem, was sich nicht lösen lässt. Und man muss so ein Gerät ja letztendlich vollumfänglich bewerten. Die Tastatur, wunderbar große Tasten. Schaut euch mal die gigantische Escape-Taste an. So mag ich das! Hier auch wieder mit im Gehäuse, Quatsch, mit einer Tastatur integrierte Power-On-Taster. Das mag ich ehrlich gesagt gar nicht. Beim Tippen kommt man da manchmal drauf, wenn man eigentlich löschen möchte. Und das Ding fährt sich in Standby. Das Touchpad ist wunderbar groß. Die Tastatur ist wunderbar groß. Dadurch lässt sich natürlich besser schreiben, wenn man große Pfötchen hat. Allerdings, ja, die Tastatur klappert. Zum Vergleich. Liegt natürlich auch daran, dass die Tasten mehr Hub haben, aber die sind halt nicht so straff im Gehäuse. Und deshalb klappern die eben so ein bisschen. So, das gleiche gilt für das Touchpad. Das Touchpad ist präzise. Wir haben Multi-Touch-Funktion, also mit zwei Fingern zum Beispiel scrollen, mit zwei Fingern tappen ist Rechtsklick, mit einem Finger tappen ist Linksklick. Das Touchpad selber sitzt vernünftig im Gehäuse und wir haben auch wieder den Linksklick und den Rechtsklick unter dem Touchpad. Keine separierten Tasten, so wie es eben aktuell im Trend ist. Aber Vergleich! Ich denke, man hat es rausgehört, hoffe ich zumindest. Also die Schalter, die verwendet worden sind, einfach nicht die besten, auch beim Touchpad nicht. Es ist halt vergleichsweise laut. Was jetzt aber die Funktionalität angeht, und das ist letztendlich mir wichtig, was die Funktionalität angeht, bin ich mit beiden zufrieden. Weil ein sehr großes Touchpad, was präzise ist, und ich benutze das zum Beispiel nur mit einem Tab. Also kurz sagen, links ein Klick und rechts ein Klick benutze ich gar nicht. Double Tap und gedrückt halten und man kann ein Objekt von A nach B ziehen. Drag and Drop. Aber jetzt zum Display. Und ich muss sagen, das ist wirklich ein Traum. Also ich meine jetzt nicht nur das Display selber, weil es einfach mal ein Full HD Panel ist mit 1920x1080 im 16:9 Format mit IPS. Was bedeutet, ich bewege das jetzt mal, dass es fantastisch blickwinkelstabil ist. Also ganz ehrlich, 2021 sich noch ein Notebook zu holen mit einem HDTN Panel, das ist für mich absolut keine Option. Wirklich, man schaut ein bisschen schräg drauf und dann erkennt man halt sofort nichts mehr. Und das ist hier eben nicht der Fall. Es ist ja letztendlich immer noch ein Notebook, sagen wir mal, in unserem Preisbereich. Ja, wir haben hier übrigens natürlich die Shortkeys. Brauche ich eigentlich nicht mehr zu erwähnen, oder? Das heißt, wir können hier eben mal die Helligkeit vom Display ändern. Das Display ist echt vernünftig hell. Wow, jetzt ist es beinahe abgeschalten. Also man kriegt es auch sehr dunkel. Und man kann natürlich auch die Lautstärke einstellen. Okay, haben wir das mal weg. So, und jetzt wollt ihr sicherlich mal so ein paar Werte sehen. Also das ist halt Ubuntu, ne, hier auf die Punkten geklickt und wir haben hier alle Programme. Also erstmal sind einige nützliche Programme schon vorinstalliert. Ja, Firefox ist schon drauf, OpenOffice ist schon drauf, Thunderbird ist schon drauf. Das heißt, wir können E-Mails versenden, im Internet surfen und Text schreiben. Eigentlich im Großen und Ganzen, also das, wofür dieses Notebook auch gedacht ist. Ich meine, von der Leistung her sind wir uns, denke ich mal, einig, es ist schon als Office-Notebook hier konzipiert worden. Ich habe hier mal, das ist nicht Crystal Disk, das ist K-Disk Mark, also eine Alternative zu Crystal Disk für Linux. Kann man sich einfach im Store runterladen. Das ist Ubuntu Updater. Ja, kam übrigens schon ein riesiges Update raus. Heute gleich nochmal. Könnt ihr dann einfach installieren und dann seid ihr wieder auf dem neuesten Stand. Schauen wir uns erstmal den Store an. Der ist dann hier irgendwo. Ubuntu Software, genau. Ja, Wine habe ich hier runtergeladen, wollte ich mich eigentlich noch mit beschäftigen. Ja, habe ich jetzt noch nicht gemacht. Mache ich dann mal später. Damit kann man dann auch Windows-Programme installieren und verwenden.
Allerdings geht jetzt nicht unbedingt alles. Das heißt, das Programm muss mit Wine kompatibel sein. Und so geht dann halt auch Software, klar, die eben nicht für Linux gedacht ist, sondern für Windows. Ja, Kdisk hatte ich hier gefunden. Was sind wir hier? Thunderbird. Audacity zum Beispiel kann man hier auch runterladen. Jetzt ist Audio-Bearbeitungsprogramm. Ist nicht so, dass es für Linux gar nichts gibt, aber die Auswahl ist natürlich eingeschränkter als bei Windows. Ah, jetzt zu den Benchmark. Kdisk Mark hat hier also mal die Les- und Schreibgeschwindigkeit der M2-SSD getestet. Hier seht ihr die Ergebnisse und ja, ist man noch deutlich schneller als eMMC. Hängt jetzt natürlich zum Beispiel Lesen- und Schreibwerten von meinem Xiaomi-Notebook deutlich hinterher. Für ein Office-Notebook ist das auch echt vollkommen in Ordnung und das gilt auch für den SoC. Da habe ich dann hier Geekbench mal ausgeführt, das habe ich runtergeladen direkt von der Seite, also jetzt nicht über den Store. Gab es nämlich im Store nicht und habe ich dann über die Konsole hier ausgeführt. Und dann muss man hier bloß den Link kopieren und kommt dann zu den Ergebnissen und das habe ich dann auch mal gemacht. Und das seht ihr dann hier im Single-Core, also 523 Punkte und im Multicore 1126. Ich habe aber nochmal gegoogelt und habe den i3 gegen den 4100 antreten lassen. Gibt es eine Seite, da kann man User-Benchmarks hochladen und da hat der i3 den N4100 kräftig geschlagen und zwar in allen Werten. Und ich habe ja schon erwähnt, also für mich, für ein Office-Notebook reicht der N4100 absolut. Und wenn der i3 hier dann noch stärker ist, bin ich absolut zufrieden. Und auch in der Praxis zeigt sich, start mal LibreOffice, das ist das erste Mal, dass ich das starte. Da wird jetzt wahrscheinlich, ach nee, wir sind trotzdem drin. Ja, jetzt können wir loslegen. Hier im Word-Verschnitt. Das ist ein Test. Wunderbar. Schließen, speichern, nicht speichern, fertig. Ich finde die Arbeitsgeschwindigkeit ist ja echt vernünftig. Und ich habe auch gelesen, ein User hat sich auch Windows 10 installiert. Ja, das geht natürlich auch. Ihr braucht nur das Media Creation Tool. Dann könnt ihr zum Beispiel die Windows-Installation auf einen USB-Stick laden. Ich denke mal, das ist so das Gängigste. Startet dann von den USB-Sticks, seit einer Windows-Installation, arbeitet ihr euch einfach durch das Setup durch. Und offensichtlich gab es keine Probleme mit den Treibern, weil der nämlich davon nichts geschrieben hat. Weil das ist das Einzige, was da ein bisschen kritisch werden könnte. Aber es gibt inzwischen auch so ein Treiber-Tool von Steam. Ich habe jetzt hier, wie ihr aber seht, mal mein YouTube aufgemacht. Und ihr seht, das Video wird instant geladen, es ruckelt nicht. Und ja, jetzt haben wir hier mal Lo-Fi Hip-Hop-Mix. Zack, ich bin im WLAN drin, wie ihr schon gecheckt habt. Bluetooth hat das Gerät hier auch. Die Einrichtung, das war alles easy. Der Lautsprecher eignet sich wirklich einfach nur dazu halt Geräusche wiederzugeben. Aber Musik hören kann man, es ist nicht so ein Genuss. Das sage ich euch so, wie es ist. Glücklicherweise haben wir Bluetooth. Wir können ja also zum Beispiel einen externen Lautsprecher anmelden und darüber dann die Soundausgabe laufen lassen. Was ich jedem empfehlen würde, der halt vorhat, neben der Arbeit auch so ein bisschen Musik zu hören, weil das ist mit den Lautsprechern kein Genuss. 2,4 sowie 5G wird unterstützt. Und jetzt sagt er hier 84%, 4 Stunden und 12 remaining. Ich weiß nicht, warum wir eigentlich noch Bestandteile auf Englisch sind. Ich habe eigentlich alles auf Deutsch umgestellt. Und ja, wir sind hier im Einstellungsmenü. Hier haben wir Bluetooth. Ne, kann man dann hier als Einsteller, ja, der sucht sofort ein paar Individualisierungen, ja, Hintergrund kann ich auch nochmal ändern, was ist denn schick, nehmen wir mal das, sieht doch schön aus, würde ich sagen. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, hier ist die Aktualisierung, wollte ich nachher noch runterladen, hier 91 Megabyte, das ist wahrscheinlich eher was kleineres. Updates werden ja also regelmäßig angeboten und die Installation läuft halt auch automatisch ab, ist halt alles OTA. Ja, ich hatte mal halt die Möglichkeit auch viel über die Konsole zu machen, ich muss sagen, ich bin Konsolen-Noob, was das angeht. Für manche ist ja Linux eigentlich wirklich das einzig wahre Betriebssystem. Ich muss zugeben, ich scheue immer so ein bisschen, weil ich halt nicht weiß, inwiefern Vegas dann wirklich noch einwandfrei läuft. Und bei mir ist es leider so, dass ich so wenig Zeit dafür habe. Ich habe mir extra mal einen kleinen Linux-Rechner gekauft. Aber leider ist es bei mir so, dass YouTube mich so vereinnahmt, dass ich nicht dazu komme, mir da wirklich mal ein vernünftiges Setup mal aufzubauen, das alles richtig durchzutesten und zu sehen, ob es dann was ist oder nicht. Weil bei mir ist es im Moment, ich muss halt laufen. Ja, und ich habe hier die Möglichkeit, im Einstellungsmenü eben das System noch so ein bisschen zu individualisieren. Das ist dann schon irgendwo ein bisschen ähnlich wie zu Windows, ja, also manche glauben ja, ja, Linux wäre so furchtbar kompliziert, aber das ist es eigentlich nicht. Ich meine, ja, man hat hier links, hat man die Schnellstarterleiste, sowie die Programme, die halt gerade offen sind, das ist so ein kleiner Punkt daneben, da weiß man, das Programm ist halt geöffnet. Hier links unten habe ich vorhin gezeigt, ja, Show Applications, da habe ich jetzt halt alle Programme, die ich installiert habe und was hier auch schon zuvor installiert, das ist meistens auch selbsterklärend, ja, Kalender ist halt ein Kalender. Hier haben wir Utilities, ja, da haben wir zum Beispiel einen Taschenrechner, ja genau, hier Calculator haben wir da. Oder Disk Usage, der weiß euch gerade, was gerade im Hintergrund geöffnet war. Ach so, Doku ist auch schon drauf. Und ein paar kleinere Games sind auch schon dabei. To-Do-List schon mit am Start. Document Scanner, Image View. Ach, hier ist im Übrigen eine kleine Kamera. Die habe ich voll vergessen. Ich denke mal, Cheese.
Ein bisschen farbschwach, aber ansonsten geht's voll klar. Ich meine, wofür braucht man schon so eine Kamera? Die braucht man halt, weiß ich, für Online-Unterricht oder so, wenn man studiert. Ja, läuft auch alles flüssig. Ich denke mal, damit haben wir so das Gröbste. Ich meine, was soll man am Ende sagen beim 400-Euro-Notebook? Es ist halt ein Notebook mit Stärken und Schwächen, nicht wahr? Also gerade, wenn man sagt, ich würde auch importieren, bekommt man auch stärkere Hardware. Das ist dann aber immer mit englisch beschrifteter Tastatur, was ja viele immer nicht abkönnen. Man kann sich natürlich auch Linux selbst installieren auf jedes andere Notebook, das geht auch klar. Es gibt unglaublich viele Linux-Distributionen und da kann man sich Image runterladen und kopiert die sich dann auf einen bootfähigen USB-Stick und installiert das dann halt. Das ist alles nicht das Riesending. Schön. Ich will jetzt natürlich mal alles zusammenfassen. Oh, eins habe ich vergessen. Die Akkulaufzeit wollte ich eigentlich drauf eingehen. Ha, das Video ist noch nicht zu Ende. YouTube habe ich getestet bei 50% maximaler Helligkeit. Und da war ich dann bei 6 Stunden, konnte ich durchlaufen lassen am Stück YouTube. Ich habe aber gelesen, im Office-Betrieb, auch bei mäßiger Helligkeit, in den Amazon-Bewertungen hat einer gesagt, dass er bis 8 Stunden hinkommt. Das soll es gewesen sein. Ich verlinke euch das Notebook unten in der Videobeschreibung. War mal ganz interessant, weil, wie gesagt, ich komme leider zu selten dazu, aber eigentlich ist Linux ein unglaublich interessantes Thema. Und ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Das war's. Ciao.